FL24 Bund News, Frankfurt aktuell. Herzlich willkommen hier auf 91.7, die Oderwelle. Wir melden uns heute an Tag 4 hier von der Insel Ziegenwerder. Ja, seit Dienstag kommen tausende toter Fische hier in Frankfurt-Oder an. Das THW ist heute auch wieder damit beschäftigt. Gestern ging es los mit dem Rausziehen der Fische hier aus der Oder und dem fachmännischen Entsorgen. Das THW ist hier also heute auch den ganzen Tag noch aktiv. Und wir haben auch einen Gesprächspartner uns hier auf die Insel Ziegenwerder geholt. Jan Augustiniak, Stadtverordneter der Linken hier in Frankfurt-Oder. Jan Augustiniak, wie ist denn Ihr Eindruck überhaupt hier seit Dienstag? Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie das hier alles sehen? Ich bin bedrückt und bestürzt. Zum einen darüber, über den Zustand der Oder. Das ist halt hochdramatisch und traurig anzusehen, wenn hier hunderte, tausende toter Fische rumschwimmen. Zum anderen das Agieren der Landesregierung. Das ist ein Skandal. Auch das Agieren des Bundes. Wir erleben hier gerade eine Naturkatastrophe. Alle haben sich vor 3 Wochen noch zu 25 Jahre Oder Hochwasser gerühmt und gebrüstet, wie toll die Alarmketten funktionieren. Und jetzt erleben wir nichts. Wir erleben allerdings einen Oberbürgermeister, der jetzt die Initiative ergriffen hat, um hier das vielleicht noch ein bisschen was zu verhindern. Wir erleben ja auch, dass jetzt lebende Tiere noch auf die Fischkadaver gehen und die als Futter benutzen. Und da wir nicht wissen, ob die Fische vergiftet sind oder nicht, muss man davon ausgehen, dass sie es möglicherweise sind. Also gelangt dieses Gift möglicherweise jetzt in den Naturkreislauf. Das kann zur Folge haben, dass wir einen Vogel- und Fischreiher sterben oder andere Wildtiere daran krepieren. Wir haben die Situation gehabt, dass Kuhherden und Schafherden hier an den Oderwiesen getränkt wurden. Auch da gab es keine Warnhinweise. Die Schäfer und Kuhhirten waren entsetzt, als sie es dann mitbekommen haben, dass hier ein massives Fischsterben ist. Auch da ist unklar, was da mit dem Vieh passiert jetzt. Ebenso wäre notwendig gewesen, dass man Hundehalter warnt, die ihre Hunde hier an der Oder ausführen, die hier zur Abkühlung ins Wasser gehen. Das gilt auch für Kinder oder Menschen, die einfach mit den Füßen mal kurz hier in so ein Buhnenfeld ins Wasser gehen. Also ich finde das Agieren der Landesregierung unverantwortlich. Mhm. Seit den gestrigen Abendstunden gibt es auch mehrere Artikel verschiedener Medien über Quecksilber in der Oder. Das muss man dazu sagen, das ist auch von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Es werden jetzt nochmal Untersuchungen wiederholt vom Labor. Haben Sie sich hier auch schon mit dem THW unterhalten? Haben die sich jetzt nochmal aufgrund dieses Themas Quecksilber noch mal anders jetzt hier irgendwie darauf vorbereitet, auf die Situation? Also ich weiß, dass das THW Warthosen trägt, aber ob sie sich konkret gegen die Dämpfe, die möglicherweise durch Quecksilber austreten, schützen, das ist augenscheinlich nicht der Fall. Da muss man auch hinterfragen, wie ist das THW aktuell ausgestattet? Wir haben jetzt in der letzten Woche gehört, dass das Bundesinnenministerium die Gelder fürs THW noch kürzen will im nächsten Jahr um fast 30%. Das ist ein großes Problem. Wir erleben ja gerade im Südbrandenburg auch viele Waldbrände, wo das THW Frankfurt-Oder zur Hilfestellung ausgerückt ist. So, wir erleben den Katastrophenschutz hier in Frankfurt-Oder, der uns jetzt hier an der Oder hilft. Wir haben Katastrophenschutz und THW im März am Bahnhof erlebt, als sie uns da bei der Geflüchtetenankunft unterstützt haben als Freiwillige. Ich finde, die Gelder dürfen nicht gekürzt werden, weder beim Katastrophenschutz noch beim THW, sondern die müssen erhöht werden. Und da ist ein Riesenhaushalt für die Bundeswehr wenig hilfreich, weil die Leute, die sie jetzt hier gerade machen und möglicherweise die Natur vor noch Schlimmerem bewahren, das ist halt der THW oder wie gestern gesehen der Katastrophenschutz mit DRK und DLRG, den Helfern, die begeben sich in Gefahr, denen gilt unser größter Dank. So, aber da reicht halt das ominöse Applaus nicht aus. Das muss sich auch in der Ausstattung und in der Wertschätzung der Mitarbeiter und Freiwilligen bemerkbar machen. Seit 4 Tagen sind wir jetzt hier in diesem Krisenmodus hier in Frankfurt-Oder. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, aus Potsdam jetzt von der Landesregierung hört man nicht wirklich viel. Bisher hat sich auch hier, glaube ich, noch keiner blicken lassen. Was würden Sie sich wünschen? Vielleicht auch von dem Ministerpräsidenten? Axel Vogel hätte gestern tatsächlich deutlich machen müssen, okay, wir wissen nicht genau, was es ist, aber wir helfen euch. Wir schicken euch jetzt hier Leute runter. Er selbst ist heute in Schwedt, hat einen Termin in Schwedt an der Oder, immerhin. Immerhin, da sieht er dann vielleicht noch, die Fischwelle ist da auch schon durch. Aber er hätte jetzt hier Leute herschicken müssen, die Fischkadaver einsammeln auf deutscher Seite. Das ist nicht passiert. So, wenn Deutschland im Urlaubsmodus heißt, irgendwie immer alles dauert 3 Wochen länger. So, das geht bei so einer Katastrophe nicht. Da müssen die Leute aus dem Urlaub zurückkommen. So, wir müssen hier wir haben ja zum einen hier dieses grüne Reservat, aber wenn wir weiter runter die Oder Richtung Schwedt gucken, wie gerade gesagt, haben wir diesen Naturpark unteres Oderteil. Das ist ein
ein Grünod, ein Naturschutzgebiet, was es zu schützen gilt. Und genau das tut die Landesregierung nicht. Sie setzt es gerade aufs Spiel. Mahnt Jan Augustiniak, Stadtverordneter der Linken hier bei uns in Frankfurt-Oder. Ja, und wir werden natürlich noch die Situation hier den ganzen Tag begleiten und werden uns öfter noch melden von der Oder. Nachher auch noch mal ein Gespräch mit unserem Oberbürgermeister René Wilke dann von der Stadtbrücke. Und damit erst einmal zurück ins Funkhaus. FL24 Bund News, Frankfurt aktuell.